Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich bin der Exitus Master und wir befinden uns auf dieser wunderschönen Party auf dem Planeten, wie heißt er nochmal? Er ist so wichtig, dass ich ihn schon wieder vergessen habe. Tut mir leid. Und Donovan Hock hat hier eine Party geschmissen. Wir haben seine Stimmprobe, wir haben den Generator ausgeschaltet. Jetzt brauchen wir noch DNS. Mr. Gunn. Donovan Hock. Und ja, die werden wir uns jetzt beschaffen. Eclipse Sicherheitswache. Mr. Hocks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Jetzt trete ich einen Schritt vor und sage, ich habe eine Genehmigung. Ich habe eine Freigabe im Dorf hinein. Mit wessen Genehmigung? Mr. Hawk! Hawk hat mir die Genehmigung zum Betreten erteilt. Hawk kennt die Vorschriften. Sie kommen nicht rein, solange mein Kommandant es nicht genehmigt. Genießen Sie die Party. Okay, das... Gucken wir mal nach draußen. Schön. Schön, ha. Was haben wir da? Balkonbrüstung auf Privaträume schleichen. Das können wir machen. Ja, ist schon schön. Wenn man Geld hat, kann man sich alles kaufen. Ja, wir schleichen uns in die Privaträume rein. Zack. Erledigt. Wir haben Gesellschaft. Schattenschlag. Tarne mich. War ich das? So, kein Problem für mich. Zack, zack, alles aufräumen. Hier hoch. Na, ich häng fest. Ah, danke. Dass du mir den Weg zeigst. So, da sind wir. Tür öffnen. Suchen Sie nach allem, wo sich verwertbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Alles klar. Pflanze, DNS untersuchen. Sauber. Das ist eine Pflanze. Ah, okay. Couch. Was gefunden? Nein. Nur ein Credit. Mhm. Was haben wir hier? Aschenbecher. Leer. Schade. Ein Zigarettenstummel wäre zu schön gewesen. Kissen. Keine Haare, keine Hautschuppen. Die Putzfrau muss wohl ziemlich gründlich sein. Was haben wir hier? Ein Wandsafe. Umgehen. Startumgehung. Da muss bestimmt jede Menge Kohle drin sein. So, Umgang. Das. Das. Mit dem, ja. Zack. Und entriegelt. Was haben wir da drin? 7800 Credits. Sammlung antiker Waffen. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. In dem Staub finden wir bestimmt Hautzellen. Möglicherweise sind sie kontaminiert. Wir sollten eine weitere Probe suchen. Papiere. Keine DNS, aber... Hawk hat anscheinend versucht, Katie's Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Hm. Gut, Datenpad. Hier steht drin, dass sie es noch nicht geschafft haben, die Entschlüsselung zu knacken. Wahrscheinlich finden wir Hawks DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Aber ich bin nicht sicher, ob das ausreicht. Suchen wir weiter. Tastatur. Holographisches Terminal. Hier ist nichts zu finden. Tastatur. Ich meinte natürlich Tastatur. So. Was haben wir hier? Weinglas. Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. Hm, okay. Auf jeden Fall schöne Wohnung. Bloß unbemerkt wieder hier raus. Schön. Oh, ich habe die Waffe wieder gezogen. Wie zum Teufel haben die das gemacht? Keine Ahnung. Untergesprungen, Wachen erschossen, Fenster eingeschlagen. Du hast nicht gehört, wie jemand eine Scheibe zerbrochen hat? Keine Schüsse? Bei der Musik da drin höre ich gar nichts. Geht nicht. Wie geht nicht?
Warum machst du es dann nicht? So. Söldner sind tot, wir sind glücklich. Nichts passiert, nichts passiert. Alle weitermachen. Na, 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 na. Tür zum Sicherheitsraum. Lassen Sie mich. Haben Sie schon gehört? Santiago hat diese Raffinerie Zoria übernommen. Er ist ein großartiger Geschäftsmann. Die Blue Suns können von Glück reden, dass sie ihn haben. Ja, auf jeden Fall. Lassen Sie mich die Tür zum Sicherheitskontrollraum für Sie öffnen. Erledigt. Danke. Bin bereit, wenn Sie es sind. Startumgehung. Eigentlich müsste ich hier gar nicht rein, aber ich habe Lust, noch ein paar Söldner zu töten. Zack, zack, zack. Entriegelt. Zack. Betäubungsstoß. Ich habe eine Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Aha, Kroganer. Datenpad. Perugia ist das Passwort. Haben Sie was? Ja. Das Passwort lautet Perugia. So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Und jetzt nehme ich Hocks Stimmprobe und... Geschafft. Jetzt können wir den Stimmscanner austricksen. Ich habe gerade Scheiße erzählt, also Mist erzählt. Tut mir leid. Wir mussten doch noch hier rein. Um das Passwort zu erfahren. Jetzt haben wir aber alles beisammen und können jetzt das... den Tresor öffnen und uns die Greybox zurückholen. Mr. Gunn. Mr. Hawk. Und da sind wir schon. Es hat geklappt. Die Barriere ist unten. Den S-Scanner. DNS-Identifizierung bestätigt. Willkommen, Mr. Hawk. Mikrofon. Passwort erforderlich. Perugia. Stimm-ID akzeptiert. Willkommen, Mr. Hawk. Tür öffnen. Ich kümmere mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Und schon sind die Kameras aus. Schön, wieder meine Klamotten anzuziehen. Ab geht's mit nach unten. Was haben wir? Was hat sie denn überhaupt für eine Ausrüstung? Okay, das ist gut so. Alles klar. Das ist also Hocks Tresorraum. Sehr hübsch. Dieser Scanner spürt die Greybox auf. Sie ist ganz in der Nähe. Aha. Michelangelos David. Also, wow. Meinen Sie, wir würden das durch die Tür bringen? Nein, proteanische Statue. Unheimlich. Ägyptische Statue. Ich könnte dafür immer noch einen guten Preis erzielen. Sogar außerhalb der Allianz. Asari geraten wegen sowas total aus dem Häuschen. Statue. Das ist beeindruckend. Keine Ahnung, was es sein soll. Organischer Soldat. Man hat das Gefühl, seine Augen würden einem folgen. Gruselig. Steintafeln. Sieht aus wie eine quarianische Inschrift. Wow, das muss ziemlich alt sein. Wann haben die Quarianer zum letzten Mal was auf einen Stein geschrieben? Schon länger nicht mehr. Turianische Skulptur. Sieht gar nicht besonders aus. Könnte aber eins der wertvollsten Stücke hier drin sein. Turianische Kunst ist außerhalb von Pelevin sehr selten.
Aus gutem Grund, würde ich sagen. Rachni-Königin. Eine Rachni-Königin. Naja, es gibt eben für alles Liebhaber. Statue. Hock hat wirklich Geschmack. Das muss man ihm lassen. Medikel. Statue. Das ist hübsch. Irgendwie entspannt. Naja. Kreatur. Wow. Man stelle sich vor, sowas kommt in einer dunklen Gasse auf einen zu. Ja, beängstigend. Was haben wir, ein turianisches Schiff? Ein Modell der Kara. Das ist sowas wie eine turianische Titanic, habe ich gehört. Aha, ist aber nicht gerade viel Platz. Was haben wir hier? Kopf der Freiheitsstatue. Wie ist Hock denn an den Kopf der Freiheitsstatue gekommen? Hock, du Wahnsinniger! Und hier haben wir die Greybox. Oh mein Gott. Da ist sie. Bemühen Sie sich nicht, Miss Goto. Ein Codeschloss. Überraschung. Ich hatte schon an der Tür den Verdacht, dass Sie es sind. Und dass Sie es dann bis hierher schaffen würden, war klar. Sie kennen mich. Ich enttäusche andere nur ungern. Ich brauche den Inhalt Ihrer Greybox, Kazumi. Und Sie wissen, dass ich Sie dafür auch töten würde. Ihre Fähigkeiten sind beeindruckend, das muss ich zugeben. Sie sind in meinen Tresorraum eingedrungen, als hätte er... Hoppla. Nein! Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Oh. Jetzt sagt er nichts mehr. Tötet sie! Na, niemand wird getötet. Ihr werdet getötet. Ich brauche noch das Maschinengewehr. Danke. Er macht die ganzen Kunstschütze kaputt. Wir Banausen. Und tot. Überprüfe die Baupläne. Im Osten befindet sich ein Landeplatz. Nichts wie raus hier. Joker, hierher mit dem Shuttle. Sofort. Oh, hier ein bisschen kaputt. So. Waffenspinnen haben wir alles. Hallo. Wie griff's? Verschwinde. Oh oh. Schwerer Mech. Schwere Waffe. Partikelstrahlgewehr! Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung! So, jetzt bin ich dran! Und weg! Canifex! Aber mein Gott, bin ich schlecht. Ich erwische sie mit einem Wurf. Deckung. So. Aber Leute, ich unterbreche mich hier mal kurz. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Mass Effect 2. Bis dann.